So, hallo. Ich mache heute einen weiteren Tag. Ja, es sind momentan wieder viele Tags, aber ich wurde halt getaggt und kriege momentan auch kein Video mit anderem Thema hin, weil ich habe da zwar halt Ideen und sowas, aber für die Umsetzung müsste ich da noch etwas mehr Denkarbeit rein setzen, leider. Aber der Tag wird recht lang, deswegen rede ich nicht zu viel. Es geht nämlich um den Gefühle-Tag, und getaggt wurde ich von Nina. Und ja, es gibt natürlich schon ganz schön viele Gefühle. Und ich habe mir jetzt zu bestimmt 30 oder so was hier aufgeschrieben. Aber ich kann das ja in Parts unterteilen. Und das erste Gefühl, was ich hier habe, ist genervt. Und total genervt oder angenervt bin ich, wenn ich emotional angegriffen werde. Und das passiert überwiegend, sage ich jetzt mal, von meiner Mutter. Weil ich halt auch angenervt ist, dass ich, ja, dass ich viele oder einige Dinge nicht so hinkriege, besonders mit meiner ADS. Ja, zum Beispiel halt regelmäßig Töpfe spülen oder sowas. So banale Sachen halt. Ja, aber auch in der Öffentlichkeit wird man subtil angegriffen und damit komme ich immer noch nicht so wirklich klar und das nervt mich schon extrem an. Und Dinge, die ich monatelang Tag für Tag probiere und versuche zu schaffen und dann halt nach hunderten von Tagen man noch keinen Schritt weiter vorangekommen ist oder sogar zurückgeschritten ist, das nervt auch, obwohl es bei mir noch nicht die Grenze der Frustration erreicht hat, dafür brauchst du dann schon so 2, 3 Jahre. Nächstes. Ach nee, da steht ja noch mehr. Wenn man behauptet, ich schließe das jetzt einfach mal vor, was nicht stimmt und es nicht mal vernünftig belegen kann, das nervt mich auch extrem, ja. Oder unhaltbare Anschuldigungen, Arroganz, Besserwisser, die es aus dem Grunde machen, um sich schlauer und besser zu fühlen. Mit der Intention, auf Fehler hinzuweisen, finde ich es okay. Aber finde ich es sogar gut. Ja, insgesamt einfach genervt von ego-gesteuertem Handeln, außer kommen auch die emotionalen Angriffe her. Arroganz, Besserwisser und Behauptung, die man nicht belegen kann, und Ignoranz. Und ja, Ignoranz der Natur gegenüber, Tiere gegenüber. Hauptsache einfach nur selber überleben und alles andere ignorieren, das nervt mich, glaube ich, sogar noch am meisten an. Also Ignoranz gegenüber mir selber ist mir eigentlich scheißegal, weil ich von Leuten, die allgemein ignorieren, eh nichts halte, also nichts halte. Und wenn die dann andere Menschen ignorieren oder mich persönlich ignorieren, dann weiß ich schon, dass mit denen nichts anzufangen ist und die interessieren mich dann noch kein bisschen, solche Leute. Was mich noch extrem annervt, ist Intoleranz. Zum Beispiel halt momentan in Russland gegen Homosexuelle. Das, boah, ich könnte diese Leute, die könnte ich so in die Fresse hauen einfach. Nur leider wird das nichts bringen, weil es genau das gleiche ist, was die auch machen. Aber der Drang ist auf jeden Fall da. Jetzt das nächste Gefühl. Endlich mal. Ist so frustrierend schon. Das Gefühl Frustration kommt ja, glaube ich, auch nicht vor, dass ich jetzt schon für ein Gefühl 4 Minuten gebraucht habe. Vielleicht werden noch 1 Million Parts draus, keine Ahnung. Das zweite ist aufgeregt. Ja, es gibt zwei Arten für mich von aufgeregt, einmal halt positiv, einmal negativ. Positiv aufgeregt bin ich, wenn
ich etwas im Leben verändere, was sehr Positives verspricht. Meist einfach was Neues zu entdecken oder was Neues, Herausforderndes, Unberechenbares, Mysteriöses. Ja, bei mir halt zum Beispiel eine Ernährungsumstellung oder eine neue Sportart, bin ich immer total positiv aufgeregt, sage ich mal. Negative Aufgeregtheit, Gespräche mit unbekannten Personen. Ja, aus Angst vor diesen emotionalen Angriffen halt. Ja, da könnte ich eigentlich mal ein Video drüber machen. Dann brauche ich jetzt nicht hier groß breit treten. Oder eine Klausur oder ein Wettkampf. Das ist eine negative Aufgeregtheit. Ja. Vor Leuten, die ich kenne und mag, mich da zu treffen, davor habe ich keine Aufregung mehr. Ich bin da dann einfach, wie ich bin und bleib so. Und daraus entsteht dann auch halt das Selbstbewusstsein. Und das Ganze ist sowieso paradox. Und da ich seit einigen Jahren sehr darauf bedacht bin, irgendwie vernünftig zu sein und mehr mit dem Verstand zu arbeiten, um gegen meine eigentlich sehr stark überwiegende Gefühlsseite zu kompensieren, sage ich mal, und ja, Dinge nicht mehr so an sich heranzulassen. Kann ich das mittlerweile aus dem Grund, weil das paradox ist und damit unlogisch ist, weil wenn man Angst hat, nicht gemocht zu werden oder einen schlechten Eindruck zu machen, dann ist man aus genau dem Grund ja nicht selbstbewusst und aus dem Grunde macht man dann einen suboptimalen Eindruck, weil man nicht man selbst ist. Und das ist dann halt paradox, weil genau durch diese Angst wird das erst hervorgerufen und das ist dann total unlogisch. So mache ich das nicht, ja, so funktioniere ich mittlerweile. Ja, einfach aus dem Grund funktioniere ich so, weil ich halt das halt nicht mehr will, dass mich so eine Scheiße einfach beherrschen lässt. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Wenn mich die Person dann halt trotzdem nicht mag, dann hat sie halt Pech gehabt. Oder es sollte nicht sein, also das habe ich jetzt nicht unbedingt nötig. Nächstes Gefühl ist enttäuscht. Das Gefühl habe ich ziemlich selten, da ich, ich muss mal hier kurz lesen. Genau, als ich noch nicht so einen guten Blick auf die Realität hatte, wie ich das mittlerweile eigentlich habe, habe ich immer das Schlechteste erwartet. Und dann kann man natürlich auch nicht enttäuscht werden. Oder es ist sehr unwahrscheinlich. Aber die Einstellung war einfach doof, weil man so nicht glücklich ist, wenn man. Also man denkt halt immer und jeder und alles sei gegen einen. Und das ist einfach nicht so. Das ist einfach unrealistisch. Also dass sich alle immer gegen einen verschwören und sowas. Das habe ich teils immer noch, diese Denkweise. Weil ich die früher extrem stark ausgeprägt hatte in der Jugend. Einfach durch Erlebnisse, die einen traumatisiert haben. Und halt diese enormen täglichen psychischen Angriffe und sowas, dann ist das, kann man schon fast davon sprechen, dass es normal ist, dass man so ein Schwarz-Weiß-Denken entwickelt, dass wenn die überwiegende Leute halt negativ einem gegenüber eingestellt sind, dass man auch denkt, dass alle Leute grundsätzlich negativ gegenüber einen eingestellt sind. Ihr wisst, was ich meine. Aber mittlerweile sehe ich Dinge, das ist auch wieder, was ich gerade erklärt habe, ich will einfach vernünftig sein und deswegen will ich Dinge auch realistisch sehen. Und was habe ich hier stehen? Genau, dann erkenne ich bei Situationen oder bei aufkommenden Situationen meistens im ersten Moment, ob mich diese Situationen enttäuschen werden oder könnten und kann dann auch immer gut die Wahrscheinlichkeit davon abschätzen. Also wie wahrscheinlich es ist, enttäuscht zu werden davon. Und das funktioniert jetzt eigentlich seit mehreren Jahren ziemlich gut und wurde da auch kein einziges Mal bisher enttäuscht.
weil ich eigentlich einen ganz guten Blick für die Realität mittlerweile habe. Verwirrt ist das nächste. Mathe verwirrt mich mega und Logik allgemein, was jetzt auch ein bisschen ironisch und sinnlos ist mit dem, was ich vorhin gesagt habe, aber es ist trotzdem immer noch so. Ich denke, was aus dem Grund so, denkt man jetzt vielleicht im ersten Moment gar nicht, warum das bei mir so ist, weil ich denke über logische Dinge und Mathematik so extrem viel drüber nach. Also wenn ich darüber nachdenken muss, also allgemein denke ich nicht so viel nach, auch wenn vielleicht darüber nach, auch wenn vielleicht mehr als viele andere oder einige andere. Aber mir fallen dann so viele, extrem viele Dinge dazu ein und neue Wege, ganz andere Wege, dass es mir extrem schwer macht, das Wesentliche dann noch zu erkennen in der Logik, weil Logik ist eigentlich ziemlich simpel. Und das ist für mein Gehirn irgendwie zu einfach. Was habe ich hier wohl auch geschrieben? Die ganzen Zeilen hier springe ich gerade. Das ähnliches. Genau, und dann verwechsel ich diese Simplizität der Logik meistens dann mit irgendwelchen anderen Wegen, die ich erdacht habe, die viel komplizierter sind. Und auch was Richtiges darstellen und extrem interessant sind, viel interessanter sind, aber diese einfache Logik, das Wesentliche, das kriege ich dann gar nicht mehr hin. Weil ich mich einfach da nicht zurückhalten kann, nur so simple Sachen zu sehen und das immer viel weiter denken will und sowas. Deswegen verwirre ich mich dadurch selber, weil ich das dann halt immer verwechsle und dann das Falsche mache, weil ich eigentlich viel zu kompliziert die Sachen mache. Nur wenn Sachen wirklich kompliziert sind, dann kann ich sie gut. Aber das war jetzt in der Mathe, die ich bisher immer gemacht habe, also Schulmathe, war das bisher noch nie der Fall. Das war einmal der Fall in der speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie, die ich in der Schule gemacht habe. Da war das dann kompliziert genug und dann war es auch einfach für mich. Also es ist halt, ich funktioniere da paradox. Einfache Sachen sind für mich schwierig und schwierige Dinge sind für mich einfach. Und da bin ich dann immer sehr verwirrt, ja. Aber auch allgemein in Situationen, die meisten Alltagssituationen sind jetzt total simpel, darauf ist die Gesellschaft und Welt ausgerichtet, weil alle Menschen es einfach haben wollen, deswegen bin ich in der Welt immer verwirrt und wenn es auch mal schwierig wird und kompliziert wird, dann bin ich nicht mehr verwirrt, dann kann ich das. Ich weiß, also einige werden das vielleicht auch nachvollziehen können. Das würde mich mal interessieren. Welche Zeile bin ich? Ach, steht hier so noch mehr dazu. Mein Hirn denkt sich immer, die Sache nur für sich zu sehen, bringt mir nichts, dann weiß ich ja nicht, in welchem Zusammenhang ich das verwenden soll. Genau, das ist auch eine Sache dazu. Noch, wenn ich halt nur eine Logik für sich sehe, also nur für sich selber und nicht im Zusammenhang mit anderen Dingen, dann weiß mein Hirn nicht, was es damit anfangen soll, was das für einen Sinn hat. Was hat das für einen Sinn, dass das so und so ist, wenn ich das nicht irgendwie anwenden kann in Beziehung zu anderen Dingen? Weil man kann ja Dinge nicht für sich selber anwenden, weil das ja eine Tautologie ist. Das bringt ja nichts. Man muss halt jemanden in Beziehung oder im Zusammenhang sehen im Endeffekt. Und dann kreiere ich mir halt immer Zusammenhänge und sehe, in welche Beziehungen zueinander das steht. Und das ist anstrengend. Und dann kriege ich halt die einfachen Sachen oft nicht mehr hin. Und ich kann das auch nicht verhindern, weil mein Gehirn wirklich nur Dinge in Beziehung zueinander oder in Kontexten versteht. Sonst sind es einfach nur leere Informationen und weiß nicht, was das jetzt zu bedeuten hat. Das ist so, dass, was ich gerade beschrieben habe, dieses räumlich-visuelle Denken, was ich sehr stark ausgeprägt habe, im Gegensatz zum sequenziell-auditiven Denken. Sequenziell ist alle Informationen nacheinander aufnehmen und für sich selber bearbeiten, und das verstehe ich nicht. Und räumlich visuell ist, Informationen in Zusammenhängen zu sehen und also parallel zu sehen, nicht sequenziell, sondern parallel und alles gleichzeitig und dann die Beziehung anzuschauen. Ja, das war vielleicht mal ein interessanter Einstieg dazu. Wenn ihr mal ein Video dazu haben wollt, ich habe jetzt noch nicht so viel Abonnenten, deswegen müsste ich es eigentlich selber entscheiden, ob ich ein Video dazu mache. Aber falls trotzdem sich jemand
dafür interessiert oder wie du gerne hättest, könnt ihr euch gerne melden. Weil ich brauche auch irgendwie eine Motivation, Videos zu machen. Naja, das nächste Gefühl ist behaglich. Behaglich fühle ich mich gerade im Moment. Vom Rechner sitzen. Das mag ich wirklich immer noch am liebsten. Und Let's Plays gucken, das finde ich sehr entspannend, sage ich mal so. Also behaglich ist für mich auch sowas Entspannendes gleichzeitig. Dabei vielleicht eine Banane snacken, in welcher Form auch immer, oder ein bisschen Zucker löffeln. Das finde ich behaglich. Dankbar fühle ich mich eigentlich immer. Und zwar größtenteils, dass ich genug Essen habe. Das ist mir das Wichtigste. Das ist mir sogar wichtiger als ein warmes Bett oder ein Dach über dem Kopf. Genug zu essen. Ist ja eigentlich auch logisch. Ist ja ein höheres Bedürfnis für den Körper. Ja, ein Dach über dem Kopf zu haben, ein Bett zu haben und Menschen im Umfeld zu haben. Die vier Sachen sind so, finde ich, das Wichtigste an Grundbedürfnissen, sage ich mal. Okay, ein Bett ist jetzt kein Grundbedürfnis, aber ja, da bin ich trotzdem dankbar für. Und finde ich halt auch nicht selbstverständlich sowas. Und habe ich vielleicht bald auch nicht mehr. Deswegen bin ich da extrem dankbar. Müde bin ich eigentlich immer. Einfach durch meine ununterbrochene Hyperaktivität. Und damit, ich weiß gar nicht, wie das normal, Anführungszeichen, ist oder wie das andere Menschen haben, aber bei mir ist das zumindest so, dass ich ununterbrochen 24 Stunden am Tag nachdenke. Und in Träumen sogar noch mehr nachdenke. In Träumen bin ich mir zwar meistens nicht bewusst, aber also eigentlich schon. Also ich bin mir nicht bewusst, dass ich träume, aber ich bin mir halt bewusst, dass ich da existiere und ich bin einfach nur in einer anderen Welt unterwegs und dann denke ich sogar noch viel mehr nach. Weil man in Träumen unterbewusster funktioniert und das Unterbewusstsein ist einfach schneller, als wenn ich mit dem Verstand nur nachdenke. Da geht es alles in Super Speed. Und ja, das mache ich halt ununterbrochen. Ich bin immer hyperaktiv, auch im Moment. Ich muss mich immer zurückhalten, außer im Sport zum Glück. Da habe ich dann endlich mein Ventil. Ja, und es gibt so viel zu tun, deswegen bin ich hyperaktiv, weil ich nicht mehr denke, es gibt so viele wichtige Sachen immer zu tun. Und habe eine ständige Reizüberflutung, auch wegen Internet. Zum Beispiel, also selbstverschuldete Reizüberflutung. Und das macht mich halt geistig müde. Ja, und körperlich müde bin ich eigentlich nur, wenn ich extrem Sport mache. Was ich mittlerweile aber nicht mehr mache, weil das langfristig nicht sinnvoll ist. Und ich will ja vernünftig sein, wie ich schon mal erwähnt habe. Allein das Gefühl ist mir eines der vertrautesten überhaupt. Ich war schon immer ein Einzelgänger, total anders, in meiner Wahrnehmung zumindest. Ich war immer relativ allein mit Meinungen, weil ich sehr gerne konsequent bis zum Ende über Dinge erst nachdenke, sehr tief nachdenke, bevor ich da eine Meinung zu äußere, und viele sind da nach meinem Verständnis zu faul dafür oder haben keine Zeit dafür. Und deswegen bin ich mit meinen Meinungen immer alleine und ich habe auch dieses Alien-Gefühl immer gehabt, wie Nati das in dem Tag auch beschrieben hat. Und dieses Gefühl, ganz anders zu sein und ganz anders zu funktionieren, habe ich schon vor dem Kindergarten gehabt. Schon so mit 2, 2,5 Jahren habe ich schon gewusst, dass ich total anders bin und mit anderen nicht klarkommen würde. Und deswegen wollte ich auch schon von Anfang nicht in den Kindergarten, weil ich genau wusste, wie das alles. Ich wusste das intuitiv alles, wie das ablaufen wird. Und ja, so war es dann auch. Die meisten Leute haben da irgendwelche sinnlosen, in meinen Augen, Fußballbilder getauscht, was mich auch nicht interessiert hat. Und keine Ahnung, was die. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die anderen Kinder da überhaupt nicht nachgedacht haben und sowas und dass in den Köpfen so fast nichts vorgeht. Und hatte dann da halt auch nur eine Person, wo ich einen Bezug zu hatte, und wir sind halt immer rausgegangen, haben irgendwie nach Schätzen gegraben, oder ich schweife es gerade extrem ab, glaube ich. Aber es gehört auch noch dazu, zu dem Gefühl. Oder haben
in Wolken halt irgendwelche geheimen Muster versucht zu deuten oder nach Geheimschaltern irgendwo gesucht. Und die anderen meisten wollten immer fangen spielen. Das war mir irgendwie zu blöd. Und ich wusste halt, wie jetzt alles ablaufen wird, und das fand ich auch alles extrem langweilig, auch dieses Malen und sowas. Ich wollte halt immer raus und irgendwas machen. Und ja, dieses Alleinsein, das hat sich ja mit circa 21 bis 22 Jahre durch mein Leben gezogen. Also ich hatte eigentlich nie in den letzten 22 Jahren irgendeine Person gehabt, wo ich sagen kann, dass die mir ähnlich sei. Von der Funktionsweise her, auch nicht in der Familie oder so, dass sie gleiche Ansichten hat oder gleiche Ansichten geht natürlich immer auf gewisser Ebene, aber dass so eine hohe Übereinstimmung da ist. Aber mittlerweile weiß ich halt, dass es halt auch andere gibt mit dem Alien-Gefühl. Das sind oft Leute, die von ADS betroffen sind oder von, wie heißt das? Ich will jetzt nicht schneiden, verdammt. Deswegen muss ich jetzt unbedingt rausfinden. Die Leute, die auf sich selber bezogen sind und total auf Logik fixiert sind und Gefühle anderer nicht verstehen. Wie heißen die Leute nochmal? Ja, hier, Autismus. Jetzt habe ich es gefunden. Ja. Leute mit Autismus empfinden sich natürlich besonders als Aliens. Und bis auf die Tatsache, dass ich Gefühle von anderen mittlerweile schon sehr gut sogar einschätzen kann, kann ich mich trotzdem mit Autismus identifizieren. Einfach aus dem Grund, weil ich mich immer sehr stark auf mich selbst fixiert habe und nicht verstanden habe, warum andere jetzt diese und jene Dinge tun und schon im Kindergarten viele Dinge extrem unlogisch fand und deswegen nicht verstanden habe. Zum Beispiel bei dem Geburtstagslied, das ging irgendwie: Schön, dass du geboren bist, sonst hätten wir dich sehr vermisst, fand ich extrem unlogisch, deswegen habe ich nicht mitgesungen. Weil wenn die nicht geboren wären, dann könnten die ja gar nicht wissen, dass sie existiert haben und würden die ergo auch nicht vermissen. Das fand ich schon im Kindergarten extrem unlogisch und habe nicht verstanden, warum Leute das dann singen, weil das unlogisch ist. Und ja, deswegen kann ich mich damit auch immer noch identifizieren. Ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es auf andere wirkt, weil ich hier wirkt, vor allen Dingen wirkt, was ich hier erzähle.